Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. I'm just a Zoccolo, everywhere I go. Brauche ich mich ganz ehrlich mit dem Auftritt nicht wundern, dass mich keiner ernst nehmen möchte. Ich weiß gar nicht, ob es mir dieses Organ ist oder einfach der Name Zoccolo. Irgendwas hat's da. Und das dürfte auch irgendwie ein Problem sein, dass der von Audio Kman 2015 gedrehte Film Ab Wong international hatte. Der Film war nämlich einer, der sich mit dem Gigolo-Konzept auseinandergesetzt, aber dabei eigentlich für einen Cut-3-Film erstaunlich unexploitativ war und sehr wohl laut dem, was ich da von Kritiken von internationalen Kollegen gelesen habe, eigentlich seine Charaktere durchaus ernst genommen haben, das ganze Thema durchaus seriös auch hinterfragt haben, Licht- und Schattenseiten aufgezeigt haben und dabei eben nicht einfach nur ein typisches Fickelfilmchen abgeliefert haben, sondern etwas, das man nämlich auch durchaus mit einer annehmbaren Story und annehmbaren Charakteren ernst genommen hat. Das ging international vielleicht deswegen ein kleines bisschen unter, weil der Film gerne unter dem Titel Squirt Game veröffentlicht wurde. Das ist wirklich ein A++ für diese neue internationale Titelschmiede. Aber ja, hierzulande erschien Squirt Game, die Abenteuer eines Gigolos von der Bush Media Group, einerseits natürlich im Stream und andererseits auf DVD. Punkt. Wer von diesem Film eine High-Definition-Version haben wollte, der musste das Ganze tatsächlich im Stream haben. Eine Blu-ray-Veröffentlichung von diesem Film gab es nicht. Was es aber sehr wohl gab, ist, nachdem der Film 2015 dann eben wahrscheinlich aufgrund von seinem überraschend hochwertigen und interessanten Zugang zu der Thematik überraschend erfolgreich war, gab es dementsprechend dann natürlich auch kurze Zeit später ein Sequel, an dem allerdings Audio Kman, der damals eben sowohl das Drehbuch geschrieben als auch Regie geführt hat, nicht beteiligt war. Nachdem die Filme aber trotzdem international relativ unbekannt waren, war es für mich im Zuge meiner Recherche für dieses Review einfach nicht möglich, die Gründe dafür herauszufinden. Vielleicht lag es einfach daran, dass der erste Teil erfolgreich war und der Vertrieb möglichst flott eine Fortsetzung wollte, an der Originalautor und Regisseur kein Interesse hatte, weswegen man einfach ein komplett anderes Drehbuch genommen hat und geringfügig geändert hat. Das würde nämlich so viel erklären, was unseren heutigen unter dem Titel The Gigolo heiße Nächte in nicht Palermo, sondern Hongkong erklären würde. Denn das Drehbuch stammt in diesem Fall von dem Trio Clément, wie es sagt irgendwer was Blödes, Seki Cheng, Jin King Kwong und Man Long Hong, die nämlich gemeinsam auch den Film Hong Kong Dangerous geschrieben haben. Das darf man übrigens nicht verwechseln mit Bangkok Dangerous. Das ist einfach nur ein Krimi aus dem Jahr 2008, beziehungsweise waren sie auch beteiligt an Sachen wie Tiger and Dragon Reloaded im Jahr 2010. Die Regie hat dieses Mal Kyung Kwok Man übernommen, der beispielsweise vorher schon als Kameramann bei einigen interessanten Projekten gearbeitet hat, wie beispielsweise die Legende der Weißen Schlange mit Jet Li oder aber auch DOA Dead or Alive. Zugegeben, er hat nur die Kamera gemacht, das darf man ihm wirklich nicht vorhalten. Oder auch die Sieben Schwerter oder fast 50 andere Projekte. Er hat dann eben hier bei Ab Wong 2 dann die Regie übernommen und hat vor sich einen Cast versammelt, wo eben unter anderem, und das ist relativ cool, Dominic Ho in der Rolle des Fung, des Haupt-Gigolo, zurückgekehrt ist. Und der Film, sollte es denn wirklich stimmen, dass es sich hierbei um ein Skript handelt, das lediglich umgearbeitet hat, passt eigentlich ganz gut zum ersten Teil. Weil nachdem eben Dominic Ho's Charakter am Ende des ersten Teils dann durchaus Erfolg hatte, hat er sich in der Zwischenzeit zurückgezogen und arbeitet mehr oder weniger nur mehr als Clubchef, lässt sich dann allerdings wieder bezirzen, dass eine Dame, die eigentlich als Gigoless arbeiten möchte, bei ihm quasi Nachhilfeunterricht bucht, weil sie halt einfach
mir fällt keine bessere Formulierung ein, von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und deswegen ganz gerne in dem Fall etwas besser werden möchte. Und da finde ich tatsächlich, dass den Zugang, den The Gigolo gewählt hat, eigentlich ein relativ cleverer ist, weil natürlich hat der Film auch ein bisschen Humor mit an Bord. Dabei gibt's eine Reference auf einen großen Hollywood-Blockbuster, die mich durchaus überraschend und kalt erwischt hat. Und ja, auch wenn sie sehr aufgelegt war, eigentlich ziemlich cool war, dass auch der Film eigentlich mit dem Gigolo- und Prostitutions- und Sexarbeit-Konzept relativ wertschätzend weitestgehend umgeht und diese Charaktere durchaus interessant und vor allem menschlich zeigt und dabei auch die menschlichen Schicksale hinter der Sexarbeit zeigt. Das war für mich als jemand, der sich mit diesem Genre normalerweise eigentlich gar nicht beschäftigt, wirklich interessant und spannend anzusehen. Ich habe mir erst nachdem ich den Film gesehen habe, dann einige Reviews, zum Beispiel auf Letterboxd oder sowas durchgelesen und war sehr überrascht, dass dieser Film bei vielen Kollegen dermaßen negativ angekommen ist. Ich war sehr wohl sehr positiv überrascht von The Gigolo, weil ich eben einfach ein Bums-Filmchen erwartet hatte mit nicht wahnsinnig viel dahinter. Dass es dann allerdings durchaus interessante Charaktere gab, dass der Film sogar mit einem Charakter sehr schön hinter die Kulissen des Filmemachens an sich geblickt hat und dabei einige interessante Einblicke gegeben hat, fand ich cool. Ich fand auch cool, dass der Film dann gegen Ende, ohne jetzt auch nur ansatzweise etwas spoilern zu wollen, nicht eben nur den oftmals ganz sicher auch in der realen Welt vorkommenden Missbrauch von Sexarbeitern thematisiert, sondern einen Ausflug in die Gewaltspirale unternimmt, die der nicht ohne ist. Dabei wundert es mich definitiv nicht, dass dieser Film von der FSK keine Jugendfreigabe bekommen hat und dass sich natürlich dann auch einige wirklich darüber aufgeregt haben, dass der Film gegen Ende einen absoluten, fast schon Heroic Bloodshed-artigen Stilbruch unternommen hat und in einer komplett anderen Richtung weitergeht. Ich fand das großartig. Ich liebe es, wenn ich mir Filme anschaue und immer wieder Dinge passieren, mit denen ich niemals gerechnet habe, wenn eben Filme Twists, Wendungen und Elemente einbauen, die einfach unerwartet sind, die aber natürlich irgendwie in der Handlung gewurzelt sind und nicht einfach aus nirgendwo kommen. Das war wirklich spannend und das war für mich tatsächlich auch interessant, weil mir die Charaktere in dem Film nicht wurscht waren und es hat mich am Ende des Tages echt extrem überrascht, wie gut mir dieser Film eigentlich gefallen hat und wie leid es mir eigentlich tut, dass ich bis jetzt den Film Squirt Game noch nicht gesehen habe. Alleine wegen dem Titel wollte ich ihm mir damals tatsächlich schon anschaut, habe das dann glaube ich allerdings sein lassen, weil ich mir gedacht habe, naja, irgendwie interessiert mich das Thema überhaupt nicht und es klang eigentlich nur so nach Titlesploitation wie diese ganzen Monster Mockbuster wie Snakes on a Train, aber vielleicht muss ich das irgendwann einmal nachholen, wenn ich zufällig einmal über die DVD stolper. Aber was ebenfalls recht interessant ist, ist, dass eben zusätzlich zu der interessanten Geschichte auch die Darsteller von dem Film gar nicht mal schlecht waren, obwohl viele davon bei diesem Film ihre erste Schauspielerfahrung gesammelt haben, beziehungsweise auch sonst eher nur in kleineren Rollen von wenigeren und unbekannteren Filmen zu sehen waren. Aber ein paar Gesichter gab es in dem Film definitiv, die man schon öfter gesehen hat, so Tony Ho beispielsweise, der als Verdächtiger oder in ganz kleinen Rollen halt in Infernal Affairs, in New Police Story, in Shockwave mit Andy Lau aufgetreten ist. Wir sehen Sammy Leung, der nicht nur ebenfalls bei Under Control zum Beispiel neben Jackie Chan zumindest in einer kurzen Rolle zu sehen war, der angeblich, wenn das nicht ein Fehler in der IMDb ist, zusätzlich zu seinen fast 50 Credits als Schauspieler einmal auch ein Voice-Over-Recording als Mei Sum für den ein oder anderen Satz bei Ein Fall für die Borger eingesprochen hat. Außerdem sehen wir Winnie Leung, die zum Beispiel als Geisel in New Police Story zu sehen war, die auch ganz kurz als Schwester von Fong Ka-ho in Robin Hood mit Jackie Chan zu sehen war und ebenfalls unter Vorbehalt, wenn das kein Fehler in der IMDb ist, stammt die Musik aus der Feder von Lowell Ho, bei dem über 70 Soundtracks in der IMDb gelistet sind, der allerdings seltsamerweise in den 80er und 90er Jahren extrem aktiv war und dann zwischen 1997 und 2016, nämlich genau diesem Film, gar nichts gemacht hat. Deswegen weiß ich nicht, ob es nicht doch zwei verschiedene Leute sind, aber wenn da tatsächlich wirklich nur eine Pause war, dann wird's spannend, denn
Dieser besagte Lowell Ho hat nicht nur am Soundtrack von The Man with the Iron Fists mitgewirkt, sondern hat auch damals eben Ende der 80er Jahre für John Woo Filme wie The Killer oder City Wolf 3 oder aber auch Hexenkessel Saigon aka A Better Tomorrow 3 gearbeitet, hat Soundtracks beigesteuert zu dem Film Twin Dragons, wo wir wieder bei Jackie Chan waren, zu Naked Killer 1992, zu Hard Game mit Chow Yun-Fat, und so weiter und so fort. Und Shaolin Kickers, wo zum Beispiel auch noch ein Schauspieler, der dort schon in einer Nebenrolle zu sehen war, auch in The Gigolo mitspielt. Das ist alles durchaus interessant. Aber am Ende des Tages zählt natürlich das, was uns der Film wirklich liefern kann. Und das war in meinen Augen eine interessante Mischung aus interessanten Charakteren, einer coolen Story und einigen interessanten Szenen. Man hat natürlich den Film auch teilweise dafür kritisiert, dass er eben für ein Bumsfilmchen wesentlich zu zahm war und in seinen Sexszenen zu wenig gezeigt hat, was mich persönlich überhaupt nicht gestört hat, weil es eben einfach mehr als verdeutlicht, dass dieser Film kein einfaches Bumsfilmchen sein will, sondern nämlich eben seine Charaktere viel zu ernst nimmt, um sie in eine solche Handlung ganz einfach nur quasi hinein zu jagen. Aber das Einzige, was ich tatsächlich extrem schade finde bei der deutschen Veröffentlichung von The Gigolo, ist die Tatsache, dass die Bush Media Group, wie bereits bei dem ersten Film Squirt Game, auf eine High-Definition-Auswertung auf Blu-ray verzichtet hat und diesen Film ausschließlich in Standard-Definition auf DVD veröffentlicht hat. Vielleicht mag man da ja in Zukunft irgendwann mal ein Upgrade bringen, beziehungsweise zumindest als Double-Feature, dass man sich den Film eben auch wirklich im Heimkino physisch hochauflösend anschauen kann. Aber heute gibt es eben noch nur die DVD, die wurde mir von der Bush Media Group eben auch für dieses Review zur Verfügung gestellt und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers DVD-Check, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, einen Blick auf die deutsche DVD von The Gigolo. Heiße Nächte in Hongkong zu werfen. Und ja, ich weiß, der ein oder andere von euch hat wahrscheinlich wieder das Bedürfnis, in meine Richtung etwas zu werfen, aber keine Sorge, ich höre schon wieder auf zu singen. Was ich übrigens wahnsinnig cool finde, ist, dass diese DVD-Veröffentlichung von der Bush Media Group mit dem Original Plakatmotiv des Films aus Hongkong ausgestattet wurde. Das wurde allerdings nur ein kleines bisschen anders aufgebaut. Beim Hongkong-Poster sind quasi die Charaktere ganz oben bündig abgeschlossen und wir sehen dann unterhalb von den Charakteren eben auslaufend einen riesigen Titelschriftzug beziehungsweise einen kleinen Cast and Crew Block. Das wurde hier von der Bush Media Group komplett anders gemacht. Da sehen wir nämlich eben einerseits die Charaktere im unteren Bereich von diesem Cover Artwork, dann einen Streifen mit dem deutschen Filmtitelschriftzug und dann oberhalb noch einmal einen kleinen Streifen mit diesem, ich sag jetzt mal, schlangenlederartigen Vorhang, der eigentlich in der Form auf dem Originalplakatmotiv gar nicht zu sehen ist, weil eben quasi mit dem Scheitel, mit dem auch das Motiv unterhalb vom Titelschriftzug beginnt, das eigentliche Originalplakatmotiv erst begonnen hat. Aber auch dieses Plakatmotiv besteht quasi aus denselben drei Bildern. Erinnert mich so ein kleines bisschen an diese Fotoboxen, die man gerne auf Hochzeiten oder Geburtstagen vielleicht einmal aufgestellt hat, wo eben die zwei Charaktere, die ihre drei Fotos machen und dann teilweise gefotobombt werden, hier auf der linken Seite von anderen Leuten, die zwischendurch einfach nur dazu hüpfen. Aber das ganze Cover-Artwork ist extrem schön scharf ausgefallen, wurde sehr gut ausgeführt, wurde sehr gut gestaltet für dieses DVD-Cover-Artwork. Damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Wir finden dann eben auch hier auf dem Spine eine Miniaturversion vom Cover Artwork, einen Ausschnitt davon, beziehungsweise den Titelschriftzug. Schade ist natürlich auch ein kleines bisschen, dass es bei diesem deutschen Titel überhaupt nicht ersichtlich ist, dass es sich um ein Sequel von Squirt Game handelt, wobei ich aber eben im Zuge meiner Recherche da auch drauf gekommen bin, oder dadurch, dass ich den Film gesehen habe, dass zwar natürlich Squirt Game die Geschichte von Squirt Game davor spielt und dieser Film denselben Hauptcharakter weiterverwendet, das aber glücklicherweise eben kein tatsächliches Handlungselement wirklich auf dem ersten Teil aufbaut und man deswegen Gigolo auch ohne Kenntnis von Squirt Game eigentlich ohne Einschränkungen schauen kann. Wir schauen jetzt einmal ohne Einschränkungen dann über das Backcover, beziehungsweise haben das eh schon ein bisschen. Da gab es eben Bilder aus dem Film, die Inhaltsangabe, ein Kritikerzitat,
Casting-Crew-Angaben und die technischen Details sowie die Info, dass neben dem Film auf der DVD eben ausschließlich noch eine Trailer-Show enthalten ist. Dann werfen wir einen Blick ins Innere von dieser DVD. Da finden wir dann natürlich einerseits die Kehrseite der Wendecover-Medaille mit dem großen FSK-Logo vorne drauf, beziehungsweise die Disc an sich, die meiner Meinung nach auch relativ gut gestaltet wurde und dabei eben einerseits den Titelschriftzug weiterhin oben belassen hat in so einem schwarzen Rahmen, dann allerdings auch einige andere Elemente, wie zum Beispiel das Logo des Labels in diese schwarze Fläche hineingeholt hat und eben ein kleines bisschen mehr als die Hälfte der Discs. Vielleicht hätte es meinem inneren Monk noch etwas besser getan, wenn die Trennung zwischen den beiden Elementen und Bereichen wirklich genau die Hälfte der Disc gewesen wäre oder eben der Streifen zumindest so quasi in der Hälfte von dem FSK-Logo gerade oberhalb von dem Innenring aufgehört hätte und nicht genau dazwischen, aber das ist wirklich das, weswegen ich teilweise selber zu mir sage, dass ich ein klein karierter Vollpfosten bin. Das sieht auf jeden Fall trotzdem auch so, wie es da jetzt ist, recht gut aus. Und insgesamt muss ich sagen, bin ich optisch mit diesem Release relativ zufrieden. Aber ein weiterer wichtiger Punkt hier bei Playzockers Hasenash Check ist es natürlich immer zu wissen, ob man auch mit der visuellen Präsentation des Films an sich zufrieden sein kann. Und deswegen möchte ich natürlich eben auch in diesem Video einen Blick auf die deutsche DVD-Bildqualität werfen. Dafür habe ich natürlich einige Screenshots aus dem deutschen DVD-Transfer der Busch Media Group direkt mitgebracht, möchte allerdings wie üblich darauf hinweisen, dass ich die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen DVD-Bildqualität übereinstimmen kann. Und außerdem muss ich tatsächlich noch einmal ausdrücklich wiederholen, DVD-Bildqualität. Wir wechseln jetzt in diesem Review von einem 4K-Video in einen Standard-Definition-Transfer. Das ist natürlich qualitativ ein deutlicher Sprung. Man muss allerdings sagen, dass ich die Bildqualität der deutschen DVD von The Gigolo absolut großartig fand. Das liegt natürlich auch daran, dass die Vorlage für dieses Standard-Definition-Format absolut großartig war. Gedreht wurde der Film laut IMDb mit einer Red Epic-Kamera mit Zeiss Ultra Prime bzw. Fujinon, Alura und Engineer Optimo Lenses, was bedeutet, dass der Film im Redcode RAW Format von 5K aufgezeichnet wurde und dann über ein 2K Digital Intermediate weiter verarbeitet werden konnte. Also ja, wenngleich auch, außer man macht den Film komplett nicht, niemals eine native 4K UHD von diesem Film erscheinen wird können, wäre natürlich eine Blu-ray-Auswertung definitiv problemlos möglich gewesen. So gibt's allerdings eben nur die 576i DVD, die allerdings eben für dieses Format, finde ich, absolut fantastisch aussieht. In Form von Schärfe, von Detailzeichnung, von Farben und Kontrast geht dieser Film einfach wirklich absolut an die Grenze von dem, was dieses DVD-Format auch nur ansatzweise für Möglichkeiten bietet. Das heißt, natürlich, wenn wir das Ganze jetzt auf 4K hochskaliert haben, sieht man natürlich die ganzen Artefakte um die einzelnen Elemente herum. Man sieht natürlich, wie der Detailbereich jetzt nicht wahnsinnig beeindruckend ausgebaut ist. Aber noch einmal, es ist eine DVD. Es geht nicht besser auf einer DVD. Ich würde tatsächlich sogar so weit gehen und sagen, dass das hier fast eine Referenz-DVD im Jahr 2022 ist, weil sie eben für mich tatsächlich überraschend gut diese Schärfe, diese Farben und diese Kontrastebenen auf das Standard-Definition-Bild bringt. Dass es mir aber natürlich trotzdem bei weitem lieber gewesen wäre, wenn man diesen Film auch in High Definition hierzulande sehen hätte können. Und ja, wer weiß, vielleicht haben wir dieses Glück irgendwann einmal noch. Vielleicht nimmt die Busch Media Group meinen Vorschlag an und bringt tatsächlich irgendwann einmal zumindest als Double Feature mit beiden Filmen auf einer Disc irgendwie Squirt Game und The Gigolo noch in High Definition auf Blu-ray. Das wäre für mich auf jeden Fall eine coole Sache. Dann könnte ich mir auch gleich den ersten Teil noch einmal anschauen, weil irgendwie möchte ich den jetzt, nachdem mir der zweite Teil überraschend gut gefallen hat, auch irgendwann einmal sehen.
Aber wer sich mit dem Standard Definition Bild zufrieden geben kann im Jahr 2022 oder wer gerne streamt und das Ganze halt digital im Stream mit High Definition Master sehen möchte, der kann natürlich bei der Gigolo trotzdem zugreifen. Ich verstehe nicht ganz, warum der Film international eben oftmals dermaßen schlecht kritisiert wurde. Ich habe mich überraschend gut dabei unterhalten, fand die Charaktere überraschend gut ausgebaut, fand die Handlung überraschend interessant und vor allem diesen kompletten Stilbruch, frei eben nach den besten klassischen Kategorie 3 Filmzeiten aus den 90er Jahren eigentlich, vor allem wahnsinnig interessant, wahnsinnig sehenswert und den Film wesentlich besser, als ich erwartet hatte.